Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gästinnen und Gäste, ich bin entsetzt über diesen Antrag. Ich meine, wir müssen, verdreht die AfD wie üblich die Fakten. Hier wird von Massenmigration gesprochen. Aber was ist denn im letzten Jahr passiert? Putin hat brutal die Ukraine überfallen und damit eine Fluchtbewegung ausgelöst. Und wir in Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, beteiligen uns daran, dass Menschen, die 3 Flugstunden von uns entfernt sind, hier eine Leben haben können, während dort der Krieg tobt. Es sind besonders viele Frauen mit Kindern nach Deutschland gekommen. Krieg ist nicht gut. Ja, das ist jetzt traurig. Ja, das kann man erkennen. Und diese ekelhafte, menschenverachtende Sprache von Ihnen beleidigt auch das Hohe Haus. Hier in diesem Plenum sind so viele, die nicht in Deutschland geboren wurden, deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Großeltern nicht in Deutschland geboren wurden. Hier sind so viele, die die ganze Bundesrepublik, ein sehr, sehr funktionales Land, aber Sie zeichnen das Bild, als ob hier Sodom und Gomorra wäre. Und das stimmt nicht. Sie müssen sich mal einigen. Wollen hier alle Leute hin oder ist hier Chaos? Also ich glaube, wir leben in einem der besten, funktionalsten Länder und deswegen können wir das auch relativ gut lösen, mit über 1 Million Flüchtenden klarzukommen. Das ist doch wohl absolutes Gebot der Stunde, nachdem Putin die Ukraine überfallen hat. Es geht ja um ländlichen Raum in diesem Antrag. Und wir haben ihn gelesen. Die Rede ging ja um was anderes. Und ich lebe im ländlichen Raum. Und in meinem ländlichen Raum gibt es sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind Mietende, das sind EigenheimbesitzerInnen. Das sind ganz oft Vermietende, das sind HandwerkerInnen, Einzelhändler und Menschen. Und einfach Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft sich an einem Dorfleben beteiligen. Ich wohne in einem ländlichen Raum, ohne Autobahnauffahrt übrigens, an dem der... Ja, das ist so. Das will nämlich dort keiner, dass die hinkommt, an dem der 31. Oktober 1961 gefeiert wird. Das ist nämlich das Abwerbeabkommen mit der Türkei. Wir leben in einem ländlichen Landkreis, der davon Jahrzehnte profitiert hat, dass wir Zuwanderung haben, dass wir Arbeitskräfte aus dem Ausland haben. Deswegen sind wir kein strukturschwacher ländlicher Raum. Wir profitieren davon. Und Deutschland profitiert eben von der Vielfalt. Und Deutschland profitiert davon, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass Kompetenzen, Arbeitskräfte und Fachkräfte zu uns kommen. Und Sie zeichnen ein Bild, als ob wir... Sie zeichnen hier ein Bild, als ob wir in einem Land wären, das nicht lebenswert ist. Ich glaube, 84 Millionen Menschen beweisen, dass es anders ist. Vielen Dank.